Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect Andromeda. Ich bin's, der Black. Ja, wir stehen hier mitten in der Kälte auf Vault und werden uns jetzt mal so langsam in den Nomad begeben und so langsam mal anfangen, ein paar Missionen zu erfüllen und ein bisschen hier diese zu forschen. Was haben wir denn? An vorderster Grund nach Hirtscha reisen, okay. Was haben wir hier? Den Übergabeort erreichen. Die sind hier alle in der Nähe. Das heißt, wir gehen mal dahin. Wir gehen mal dahin und das sagt mir, dass, ich mache hier mal ein bisschen langsamer, denke ich mal. Ja. Der Nomad hat doch Sicherheitssysteme für den Fall, dass wir abstürzen, oder? Vertrauen Sie mir. Folgen Sie den Lichtern, Ryder. Jo. Finde ich aber cool, dass egal wen man auswählt, dass die schöne Gespräche miteinander führen. Oh. Oder auch nicht. So, wo muss ich denn jetzt hin? Da hinten. Verdammt, man sieht aber auch überhaupt nichts, ne? Nicht in der Bergbauzone, ist auch okay. Hier ran. Wow. Das arme Teil hier. Der hat auch... Boah, das ist ja aber eine Gefahr hier. Das Schlimmste haben wir überstanden. Ab jetzt sollte die Temperatur erträglich sein. Ja. Cat im Anmarsch! Schnell, bevor sie den Widerstand finden. Na dann, haut sie platt. Ich brauche Hilfe! Das Ding hat eine kurze, kurze Vorladezeit, okay. Achtung, Granate! Ja, habt ihr gesehen. So. Ich brauche Hilfe! Kampf bereit machen! Okay, also dieses Sturmgewehr, was wir hier haben, das ist zwar eine coole Sache, aber das Sturmgewehr ist hat so eine blöde Vorladezeit. Das finde ich nicht so schön, weil wenn ich hier jetzt mal auf Angriff drücke, das braucht erstmal ein bisschen zum Hochladen. Ist doof. Aber ja, was soll's. So, Überreste. Die kann ich mir nicht mehr scannen, aber so kann ich. So, zack, den. 3 Schaden, Feuerreichweite. Okay, dankeschön. Sonst noch irgendwas? Hallo, Herr Angara. Scott, Sie wären fast an mir vorbeigekommen. Ganz ruhig. Wie geht's Ihnen? Besser, jetzt wo diese Cat tot sind. Ach, ich dachte, ich könnte Sie auf den anderen Weg locken. Wenn Sie nicht gekommen wären, wären Sie jetzt auf halbem Weg zu unserem Lager. Wie schwer sind Sie verletzt? Schaffen Sie es zurück? Es wird witzig aussehen, aber ich kann gehen. Und ich kenne einen Geheimweg zum Lager. Gerade breit genug für eine Person. Ich komme schneller zurück als Ihr Rover. Na gut, dann toll. Haben die Cat den Widerstand bis hierher verfolgt? Nein, nein. Die Mistkerle haben einen Signalblitz gesehen und waren zu stur, ihn zu ignorieren. Sie haben ihnen keine Zeit gegeben, Meldung zu machen. Ihre Vorgesetzten wissen nur, dass sie in einem Schneesturm verschollen sind. Das ist schon mal gut. Was machen Sie hier draußen? Ich bin nur eine Späherin. Ich soll dafür sorgen, dass die Cats sich hier draußen verirren und nie mehr zurückfinden. Aber sie waren besser vorbereitet als erwartet. Ich war unvorsichtig. Wir müssen weiter. Los, los! Ich schiebe noch die Kettleichen von der Klippe, bevor ich zurückgehe. Ja, mach das. Soll ja keiner finden. Ich weiß nicht, ob die Basis geheim ist oder nicht, aber scheinbar schon. Oh, Vorsicht! Ich fahre die noch über den Haufen hier. Vorsicht! Oh. Okay. Wir stehen hier aber auch mitten im Weg rum, ne? Ja, so. Lalalala. Gut. Ich habe keinen überfahren, das ist gut. Huch. Oh, warte mal, Bergbausystem. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ah, hier gibt es ein bisschen Kupfer. Hier lang. Ja, sieht doch gut aus. Nein, das war schon wieder 2. Also zurück.
Oh, durch den Schnee. Zuerst in der Wüste und jetzt im Schnee. Also dieser Rover muss schon ein bisschen was aushalten hier. Also, der Nomad. Ich sag immer Rover. Mhm. Also die Leertaste gedrückt, damit der Nomad einen Sprung macht. Ich will ja gar keinen Sprung machen. Ich will nur ein bisschen... Ja. Noch ein bisschen. Nein, das war zu weit. Dann wieder zurück. Dann hier. So. Dann bleiben wir jetzt hier und machen da, wie ging das R? So, Element Theory haben wir auch bekommen. Oh, cool. Na, immerhin. So, dann können wir ja mal weiter gucken, welche Richtung. Da runter. Achso. Oh, und Geronimo! Sieht aus, als wären die Cat schon vor uns hier gewesen. Ja, das macht nix. Ich und viele andere haben nie eine Welt ohne die Cat kennengelernt. Der Widerstand kämpft, damit unsere Kinder vielleicht eines Tages frei sind. Genau. Sie sind ein zäher Haufen. Wie lange kämpfen die Angara schon gegen die Cat? Für sie muss sich das doch wie eine Ewigkeit anfühlen. So, dieser Berufene, der hat hin. Aha. Oh, meine Rüstung ist ein bisschen niedrig. Aber das haben wir. Wo denn? Ich sehe keine mehr. Für mich sind die alle platt. So, das ist nichts. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Und schauen mal, was wir noch finden. Das kennen wir. Könnte ja sein, dass hier noch irgendwas rum auftaucht und umtaucht und übertaucht und hast du nicht gesehen. Oh, das Teil hatten wir alles. Okay, es gibt hier also nichts Relevantes mehr großartig. Vielleicht noch ein paar Kettleichen. Da war ja hier der eine, den wir noch nicht hatten, dieser Unsichtbare. Hier, guck mal, da. Ja, da wählt er. Ne, der war es nicht. Der Behälter war es auch nicht. Dann machen wir den halt erstmal auf. Kettlegierung nehme ich gerne mit. Da hinten. Kettgesalbter. Biologische Kettgewehten, Plasmakanone, die Feinde in Deckung zwingen. Haha, hat er bei mir nicht geschafft. So, da hinten haben wir noch ein paar Überreste. Die sind aber schon weg. Kettdichtmittel. Okay. Naja, ein bisschen was. Dann haben wir wieder mal ein Kettlager ausgeräumt. Das hat ja auch was. So. Zurück an Bord. Und dann Vollgas. Oder auch nicht. Lululululo. Die Fenster beschlagen von innen. Gibt's hier denn keinen Enteiser? Kein Wort mehr. Oder ich schwöre, wir drehen wieder um. Ja, genau. Enteiser. Da vorne sind Cat. Schon wieder. Wo auch sonst. Dann an am von Bord. Ich sollte mich. So. So, ich gehe mal auf meine. Ja, bisschen. Ui, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Tja, okay, Leert hat fortfahren. Ach, Menno. Schlimm mit mir, ich weiß. Es tut mir ja leid. Aber ich wollte einfach ein bisschen viel. Ich wollte jetzt mal meine Dingens ausprobieren. Und die Teile hauen aber auch ganz schön rein. Muss man zugeben. So, das ist das alte Teil. Da habe ich aber, glaube ich, alles... Schon wieder diese blöde Maus. Das ist auch wieder so ein Fehler, der offensichtlich, sagen wir mal, reingepatcht wurde. Das ist mir nicht, vorher nicht aufgefallen. Aber, naja, gut, dann müssen wir jetzt mitleben. So, eher um Waffe nachzuladen. Kann ja mal, kann hier gar keine Waffe auswählen. Kann ich nur schießen, wenn jemand in der Nähe ist, das ist natürlich möglich, aber wäre ja auch Blödsinn. Und juhu! Wow, ist das rutschig. Da vorne sind Cat. Ja, dann halten wir mal an. Gehen wir noch ein Stückchen. Boah, ist das glatt.
Gehen wir es an! Genau so ist es. So, wir stehen. Wir gehen raus. Munition niedrig. So, den haben wir. Okay. Mal kurz in Deckung gehen, denn wir haben kein Schild mehr. Mal wieder. Okay. So. Den haben wir. Den haben wir auch. Mal kurz in Deckung gehen. Na toll. Dann nehmen den da. Deckung ist übrigens anders. Das war einer weniger. Ich mag das Scharfschützengewehr. Ich finde das cool. Noch jemand? Will sich noch jemand mit mir anlegen? Nein, wie es aussieht, nicht. Kit Erwählter. Den kennen wir schon. Protein-Schleimpackung. Schön. Hier mal Muni auffüllen. Das wäre auch toll. Gibt es sonst noch irgendwas zu scannen? Von Weitem jetzt momentan nicht. Das ist okay. Da ist noch ein Behälter. Ich registriere... Kettpanzerung. Temperaturabfall. Ja, ja, lass es abfallen. Okay. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Das ist toll, da freue ich mich. So. Lebenserhaltung ist stabil. Das war ja alles in der Sache. So, okay. Wo sind wir denn? Achso, hier sind wir. Ich wollte doch hier hoch. Oder wollte ich hier? Ne, ist egal. Dann machen wir halt das jetzt. Dann wo wir schon mal hier sind. Was auch immer ich hier meine so mache. Meine Sensoren registrieren ein Mineral, das nicht in meiner Datenbank steht, Pathfinder. Sollten wir es für Chief Lucan scannen? Es würde seine Geophysik VI deutlich verbessern. Ja, dann machen wir das. G. Muss es nochmal finden. Da hinten. Lithium. Du willst mich da verarschen. Lithium-Vorkommen. Aha. Aber wenn das wirklich alles war, ein bisschen Lithium? Nee, da. Alles klar. Iridium. Okay. Mhm. Und dann hätten wir das. Ein von 16 Mineralien gescannt. Kann ich das auch mitnehmen? Nee, scheinbar nicht. Wenn ich es nicht schon mitgenommen habe. Das kann natürlich auch sein. Aha. So, ran Bord. Damit hätten wir das schon mal erledigt. Ich wollte aber hier hin. Und bin jetzt hier runtergejumpt, weil ich hier, ja, gejumpt bin, die Bilder. Gucken wir, wie wir da wieder hochkommen. Geh mal auf Allrad, weil auf Eis fährt sich das, glaube ich, mit Allrad auch ein bisschen besser. Ja, hier sind wir wieder. Dann verlangsamen die den Nomad. Habe ich eigentlich nicht vor. Finde ich cool, wie man denn hier den Berg raufkrabbelt. Wegen. Mit ein bisschen, ja, ein bisschen Geschick braucht man schon, aber ist nicht schon. So. Oh. Meine Fresse, ist das kalt hier. So, Bergbaucomputer, den können wir nochmal einschalten. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ja, das weiß ich ja. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Das ist toll. Oh, warte mal. Kann ich mal umdrehen hier, warte, so und so und so und hier hoch. Das, ja, das sieht doch gut aus. Das steigt mehr, steigt mehr, steigt mehr, 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 mehr. Ich brauche Beryllium. Ich brauche Beryllium für eine Beryllium-Kugel. Wer Galaxy Quest kennt. R. So. Und so, damit hätten wir hier auch eine Bergbaudrohne. M. Da wollte ich aber nicht hin. Ich wollte hier hin und zwar den Übergrader Beorder erreichen. Treffen Sie die Vorratslieferung nicht wie geplant. Okay. So, also erst einmal. Wo ist der Übergabeort? Ich bin wahrscheinlich schon da. Aha. Wird mir jedenfalls nicht mehr angezeigt. M. Und zwar. Genau hinter mir. Hinter mir? Da die Richtung.
Weißt du was, ich fahre da mal noch ein bisschen näher ran. Vielleicht kommen wir ja da noch ein bisschen näher ran. Und zwar... vom Nomad her genau hinter uns. Das heißt, wir fahren mal rückwärts. Ah, guck mal an, da haben wir es doch. Hm? Die Rohkar besiegen wir es. Okay. Alle erwischt. Ich hab doch noch gar keinen angeschossen. Okay, das sind offenbar angarianische Rebellen an den Kopf geworfen. Cool. Habe ich dem einfach das Ding an den Kopf geworfen. Okay. Überreste. Angarianische Daten. Klassifizierung. Feind. Herkunft Andromeda. Ein einfacher Angreifer. Mittel- und Langstreffenwaffen ausgerüstet ist. Okay. Roka. Oh, da ist noch einer. Sehe ich jetzt erst. Mhm. Haben uns diese Angara angegriffen? Pathfinder, ich habe in der Nähe ein Datenpad geortet. Ja, dann holen wir uns das Datenpad mal. Eilige Nachricht, übersetzt aus dem Salesch. Ich habe die Koordinaten für den neuen Übergabeort bereitgestellt. Die Vorratslieferung soll heute noch stattfinden, also sputen Sie sich. Wenn die Sterne es gut mit uns meinen, ist die Lieferung auch in der Lieferung auch Schildtechnologie enthalten. Ich musste erneut zur Diskretion mahnen. Wir dürfen niemanden von dieser Mission erzählen. Wenn Ephra erfährt, dass wir ein Lager aufbauen, wird er handeln. Wir müssen so lange wie möglich unbemerkt bleiben. Möge der Himmel Sie leiten. Axul. Axul? Sollte mir der Name irgendwas sagen? Lassen Sie uns diese Unterhaltung ein andermal führen. Pathfinder, ich habe Orlisk darüber informiert, dass der Übergabeort jetzt sicher ist. Gut. Danke. Jetzt sollte der Widerstand seine Vorräte erhalten. Sehr schön. So, wir gehen wieder an Bord vom Nomad und gehen mal weiter. Was ist das hier eigentlich unten? Angarianischer Widerstand zu Astro, das ist nur die Basis. So, wir wollten in diese Richtung, da haben wir eine versteckte Schatzkiste, da haben wir noch ein verstecktes Lager, da müssen wir dann auch noch hin. Wir gehen aber erstmal hier in die Richtung, da können wir dann auch noch einen kleinen neuen Punkt setzen, das finde ich gut. Und los geht's. Schon wieder? Die schicken einfach Leute hier wieder her, hier. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Weißt du was? Geh mal. Aussteigen. Au. Oh, ich muss wieder in Deckung gehen. Wow, das war knapp. Das ist immer noch knapp. Ah, verdammt. Mission fehlgeschlagen. Ah, ich hasse das. Noch einmal. Ich hoffe, das wurde gespeichert, da wo ich hier ja, da oben war. Ich stelle mich ziemlich dämlich an, teilweise, muss ich zugeben. Aber so ist es halt. So, Datenpad. Dann nehmen wir das Datenpad halt nochmal. Haben wir. Okay. Axul? Sollte mir der Name irgendwas sagen? Lassen Sie uns diese Unterhaltung ein andermal führen. Pathfinder, ich habe Orlisk. Ja, du hast dir Orlisk die Daten gegeben, das ist toll. Wir gehen trotzdem wieder hier hin. Darüber informiert, dass der Übergabeort jetzt sicher ist. Gut. Jetzt sollte der Widerstand seine Vorräte erhalten. So, jetzt habe ich das. Jetzt gehen wir eben hier raus. Aha. So, jetzt muss ich in Deckung gehen. Das Viech ist... für den Arsch hier. So, okay, den haben wir. Lade nach. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Sehr schön. So, Stufenaufstieg haben wir auch wieder. Backup Lebenserhaltung. Nehme ich gerne mit. Das war's, glaube ich, schon, oder?
Ich sehe keine Feinde mehr auf dem Radar. Laden nur noch nach. Und steigen wieder ein. Und könnten ja eigentlich erstmal, wo war denn das? Welche Taste? Weiß ich nicht mehr. Ist egal. Fähigkeiten. Da. So, wir können uns ein bisschen weiter nach oben pushen. Was hat denn eigentlich Jarl für Fähigkeiten? Beständigkeit, Haftgranate, Energieentzug. Das ist auch eine Art... ja, es ist eine Art Technologe. Okay, Phoebe, was bist du eigentlich? Invasion, natürlich eine Biotikerin, wie von Azari nicht anders zu sagen oder zu erkennen oder zu erwarten. Barrikade, Energiezellenkapazität, Stolperdrahtmine. Es gibt coole Sachen, Flakkanone, verschießt organische Entwicklerpatronen beim Aufnehmen mit Schallbrei. Das klingt auch nicht schlecht, muss man so geben. Pistolen, Präzisionsgewehre. Ich will hier mal gerne rein. So, so und so. Hier kann ich nicht mehr. Was habe ich hier eigentlich alles ausgewählt? Erhöht die Präzisionsgewehrkapazität. Ja, komm, das machen wir. Weil ich schieße sehr gerne mit dem. Deswegen nehme ich auch das und gut ist es. So. Ja, weißt du was? Können wir auch wirklich gleich speichern. Neuer Spielstand. So. Und weiter geht's. Gas geben! Nomad zu verlangsamen. Wer will denn hier verlangsamen? Wow! Was sind das hier für Dinger? Hier rennt ein Dino rum. Hallo Dinosaurier. Der mich angreift. Na, warte du. So. Hättest du nicht gedacht, was? Konnte ich nicht scannen. Schade. Ich wollte den eigentlich noch scannen, aber ja, wer nicht will, der hat schon. Wir gehen weiter. Wir reisen durch das Land. Woran haben Sie Spaß? Was immer als nächstes kommt, daran habe ich Spaß. Sie vermissen also nichts aus Ihrer Vergangenheit? Was Sie zurückgelassen haben? Naja, ich hatte eine Schwäche für harte Krimis. Wahre Geschichten über die Adad Yakshi unter uns. Sowas in der Art. Natürlich waren sie vermutlich gar nicht wahr. Aber sie waren spannend und hielten mich nachts wach. Ich würde sie gerne lesen. Ich auch. Aber wenn man mit wenig Gepäck reist, muss man einiges zurücklassen. Das ist ein Nachteil. So, ich gucke mich mal hier ganz kurz um. Weil hier liegen tote Leichen. Huch. Ich orte ein angaranisches Datengerät, das ein niederfrequentes Leitsignal aussendet. Es wurde absichtlich zurückgelassen. Das bedeutet, dass das hier eine Falle sein könnte? Hallo, hier hoch. Lass mich mal hoch, ich will hier ein bisschen Überblick. So, wo soll jetzt dieses Gerät sein? Nicht hier. Ich sehe halt auch nichts, ne? Keine Ahnung, wo das sein soll, dieses angarianische Leitsendegerät. Offensichtlich, ja, kann man nichts mehr sehen. Was ist mit dem hier? Was auch immer das mal war. Jetzt ist es nicht mehr da. Warum die hier in der Andromeda-Galaxie sowieso so große Dinger bauen müssen, verstehe ich nicht. Ist das hier? Ne, das ist auch noch ein Cat. Außerdem habe ich bis jetzt... Ach, hier, guck mal einer an. So, Datenpad untersuchen. Erstmal ein paar Angarianer. Datenpad. Übersetzt aus dem Dalisch. Wir haben die Geschlechter bis hierher verfolgt. In dem Wissen, dass sie uns erwarten würden. Der Hinterhalt der Kett war keine Überraschung. Aber unser Zorn war größer, als sie verkraften konnten. Wir haben die Hälfte ihrer verbliebenen Soldaten getötet, bis der Anführer und seine Leibwache die Flucht antraten. Der Feind wird nicht wiederkommen. Dafür werden wir sorgen. Wir schulden es den Familien von Dra Halest und meiner Familie Maya... Oder meiner Freundin Maya und den treuen Streitern, die hier gefallen sind. Vielleicht wird niemand diese Nachricht finden. Aber falls unsere Zelle das letzte Gefecht nicht überstehen sollte, dann muss sie jemand erfahren, was passiert ist und warum. Sie sollen sich alle an einen Helden des Widerstands erinnern, die ihr Leben gegeben haben, um diesen Kampf zu gewinnen. Lar Tavro, Nok Afkues und Stigan Jader. Wir werden ihre Namen auf unseren Lippen tragen und dafür sorgen, dass sie das Letzte sind, was unser Feind hören wird. Ja. Andere Schlachtfelder von Volt finden.
So. Na gut, wenn es denn sein muss. Bitte. Lieber würde ich gar keine Schlachtfelder finden und ja, eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen haben, aber ja, das ist ja wohl hier wohl nicht möglich. Ganz offensichtlich. Hier war gerade ein E. Hier ist gerade eindeutig ein E. Ach nee, das war SDRG. Nur zum drübersteigen. Na gut, mehr ist hier scheinbar nicht. Dann gehen wir mal wieder. Ab in Richtung Nomad. Und wo sind wir? Hier sind wir. Wir müssen immer noch ein bisschen weiter. Und Gas geben. Ich weiß nicht, was das hier für Türmchen sind. Deswegen fliege ich mal da ganz geschwind hin. Und das ist auch mein Wegpunkt hier wahrscheinlich. Dann gehe ich mal von Bord. Und guck mal, da, Behälter. So, Initiative Helm, Aufklärung 3. Keine Ahnung, was der hier macht, aber Dankeschön dafür. Und den Rest nehme ich auch gerne mit. Siedlungskernrallye und so weiter. So, das nächste Ziel war ja eigentlich sowieso direkt in der Nähe. Hier. Beziehungsweise wir gehen vielleicht mal hier hin. Oder machen beides noch besser. Hopp. Hier, Charles, eine Forschungsstation, die sich hauptsächlich mit der Geologie von Vogt beschäftigt. Sehen wir nach, ob hier jemand Hilfe braucht. Das werden wir tun. Und zwar in der nächsten Folge. Leute, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann. Tschüss.